Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Teddy Herz und ich begrüße Sie zur neuen Folge von Schlagermusikanten unterwegs. Diesmal aus dem fränkischen Weinland. Gemeinsam besuchen wir diese wunderschöne Gegend, ein außergewöhnliches Weingut, sind bei der Weinlese dabei und ich begrüße natürlich wieder musikalische Gäste, Schlagerstars mit ihren Liedern. Für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer haben wir gleich als erstes einen Gruß von den Stammgästen auf dem Landeplatz 1 der Schlagerhitparade. Hallo, hier ist der Frank, der Stefan und ich bin der Kevin und zusammen sind wir die Schlagerpiloten und begrüßen alle Zuseher von Schlagermusikanten unterwegs. Bye bye. Danke, liebe Schlagerpiloten und weiterhin guten Flug. Kommen wir nun nach Würzburg, die Hauptstadt Unterfrankens. 100 Meter oberhalb des Mains ragt hier die Festung Marienberg. Weiteres Highlight ist die Würzburger Residenz am Rande der Innenstadt. Sie stammt aus dem 18. Jahrhundert. Würzburg ist das Herz der Weinregion Franken und bekannt für seine Gebäude im Barock- und Rokoko-Stil, seine zahlreichen Weinstuben, Weinkeller, Weingüter und den charakteristischen Bocksbeutel. Eine der Mainfähren bringt uns nun ins Weinland und wir besuchen als erstes die Weinberge der Vogelsberger Pforte, die um die ehemalige Klosteranlage der Vogelsburg am sogenannten Escherndorfer Berg bzw. Vogelsberg liegen. Mit etwa 2 Hektar Rebfläche ist das die kleinste Weinlage an der Volkacher Weinschleife. Hier wird übrigens ausschließlich die Weinsorte Silvaner angebaut. Das Kloster Vogelsburg war bereits in der Altsteinzeit besiedelt und mittlerweile wurde die Vogelsburg modernisiert und in ein Hotel umgebaut. Unsere Reise im fränkischen Weinland führt uns nun nach Volkach in Unterfranken. Die kleine historische Stadt am Main ist ein bedeutender Wein- und Touristenort und das Rathaus ist bereits seit 1258 das Wahrzeichen mitten in der Altstadt. Volkach ist eine Reise wert. Man sagt, er sei ein verrücktes Multitalent. Herzlich willkommen, Gerry der Klostertaler. Gerry, mit deiner aktuellen Single Für keine Kohle auf der Welt bist du seit Wochen in der Schlagerhitparade vertreten und sprichst mit dem Lied auch vielen Künstlern aus der Seele. Ich gehöre dazu. Du warst 17 Jahre lang Sänger, Musiker, Komponist bei den Klostertalern und bist auf den großen Bühnen der Volksmusik zu Hause. Bei deinen Auftritten sind deine Solos auf diversen Instrumenten einzigartig. Welche Instrumente spielst du? Und dann möchten wir natürlich gerne wissen, was sind deine nächsten musikalischen Ziele? Hallo, liebe Freunde von Schlagermusikanten unterwegs. Gerne bin ich für euch das verrückte Multitalent. Etwas Neues auszuprobieren ist für mich eine riesengroße Herausforderung. Das mache ich gerne immer wieder für meine Fans und für meine Zuhörer und Zuschauer. Ich habe als Kind angefangen mit der Zither zu spielen. Dann ging es zur Blasmusik, wo ich die Klarinette und Saxophon erlernen durfte. In weiterer Folge habe ich die Bankfachausbildung gemacht und 1994 habe ich die Banknoten zu Musiknoten gewechselt und bin ins Profilager gewechselt. Somit hatte ich wieder mehr Zeit für neue Instrumente zu erlernen. Und zwar für folgende Instrumente. Einmal Didgeridoo, Alphorn, Panflöte, Xylophon, Bluesharp und natürlich das steirische Akkordeon. Meine nächsten musikalischen Ziele, sofern ich natürlich gesund bleibe, ist natürlich für euch möglich lange da zu sein und euch mit neuen Liedern aus meiner Feder zu inspirieren. Gerry, der Klostertaler. Oh, 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 gemeinsam sind wir stark, wie der Beton, auf den ich mein Auto park. Das Leben ist kein Kinderspiel. Denn es
es verlangt von einem viel. Es verlangt von einem viel. Doch das bringt uns nicht aus der Ruhe. Man kämpft recht oft mit Gegenwind, denn uns zumeist der Alltag bringt. Doch meinen Freunden sag ich nur, hört zu. Geht. Auf dem man seine Schritte geht. Wohin? Das weiß man meistens nicht. An jeder Kreuzung, die man nimmt, fragt man sich, ob die Richtung stimmt. Doch Freunde bringen dich ans Sonnenlicht. Schicksal nicht verbiegen, weil wir zusammen jede Kurve kriegen. Oh, 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 gemeinsam sind wir stark, wie der Beton, auf dem ich mein Auto park. Auf unserer Reise durchs fränkische Weinland sind wir heute im Zentrum angelangt, und zwar in Eisenheim, genauer gesagt in Untereisenheim. Und hier am Weingut von Matthias Hirn, da begrüße ich die Weinprinzessin aus Untereisenheim, die Selina. Selina, herzlich willkommen bei Schlagermusikanten unterwegs. Vielen, vielen lieben Dank. Was gibt's denn hier so alles zu Untereisenheim zu erzählen? Ja, zu Untereisenheim gibt es einiges zu erzählen. Wir sind ein kleines Weinörtchen direkt am Main gelegen. Unsere Lage hier, jeder Weinort hat seine eigene Lage. Unsere Lage ist der Untereisenheimer Sonnenberg. Und es macht seinem Namen eigentlich alle Ehre, weil bei uns, da kann die Welt woanders untergehen, bei uns scheint fast immer die Sonne. Und ein absolutes Highlight, wie du ja bereits erwähnt hast, ist das Weingut hier, das Weingut Hundertwasserhaus. Das Hundertwasserhaus ist eines von mehreren Weingütern hier in Untereisenheim, aber es ist natürlich ein Highlight hier, da es nur insgesamt auf der ganzen Welt zwei Weingüter im Hundertwasserstil gibt, und eins davon steht hier bei uns in Untereisenheim und das andere in Amerika. Das heißt, wir sind unglaublich stolz darauf, das nach außen auch so zeigen zu können. Und egal, wen man so fragt und wen man spricht, ja, wo kommst du her aus Untereisenheim? Ach was, da gibt es doch das Hundertwasserhaus. Also wir sind überregional auch dafür bekannt. Wunderschöne Gegend, ich habe mich selbst davon auch überzeugt. Ich finde es ganz toll, ist mit Sicherheit auch mal eine Reise wert. Man sieht hier viele mit den Fahrrädern spazieren fahren. Also wirklich sehr empfehlenswert. Ja, und ich bedanke mich bei der Weinprinzessin von Untereisenheim, bei der Selina, und überreiche ihr, wie es bei uns in der Sendung so üblich ist, den Original Teddy Herz Teddybär. Bitte sehr, Selina. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Was für eine große Ehre, erst mit einer Weinprinzessin zu sprechen und dann den nun folgenden Künstler ansagen zu dürfen. Wir sind alles, was wir haben, ist die ultimative Powerhymne des Jahres von Uwe Busse.
Mit über 500 Kompositionen, unter anderem für die Flippers, hat der Erfolgsproduzent, Komponist, Texter und Sänger ohne Zweifel die deutsche Musiklandschaft geprägt. Immer höher, immer weiter und plötzlich steht die Welt still. Umso mehr freue ich mich, Uwe Busse bei dieser Folge von Schlagermusikanten unterwegs herzlich willkommen zu heißen. Lieber Uwe, was gab den Anlass, wieder ein eigenes Lied und demnächst ein neues Album zu veröffentlichen? Es heißt ja, gerade dann, wenn die Welt stillsteht, kann sich die Kreativität noch besser entfalten. War das ein Grund? Hallo liebe Freunde von Schlagermusikanten unterwegs, ich bin Uwe Busse. Ja, in der Tat, die Welt stand wirklich still und in diesen anderthalb Jahren, wo irgendwie gar nichts ging, habe ich natürlich auch hier gesessen und habe mir überlegt, worüber soll ich schreiben, was bewegt mich? Und ich kann sagen, es hat mir etwas in dieser Zeit besonders gefehlt und das waren meine Familie, meine Freunde und ich habe mir dann Gedanken gemacht und habe gedacht, was bedeuten alle Reichtümer dieser Welt, alle Träume, die wir haben von großen Häusern, von tollen Autos und einer tollen Wohnung, ein schöner Urlaub, was bedeutet das, wenn man nicht das, was einem am meisten bedeutet, an seiner Seite hat, nämlich seinen Bruder, seine Schwester, seinen Mann, seine Frau. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns haben, wir Menschen. Und wir sind Herdentiere, wir brauchen uns und es fehlt wirklich etwas, wenn man sich nicht in den Arm nehmen kann. Und das hat mich dazu gebracht, den Song Wir sind alles, was wir haben, zu schreiben. Große Denker, Präsidenten, verrückte Träume und ganz normale Seelen. Milliardenschwestern, Milliardenbrüder wollen in Frieden unter einem Himmel leben. Gemeinsam sind wir stark wie ein Gebet, solange die Sonne sich um die Erde dreht. Wir sind alles, was wir haben, alles, was wir haben. Das sind wir. Wir sind die Welt in den schönsten Farben. Alles, was wir haben, das sind wir. Wahre Helden, Weltverbesserer, Samariter, sehen mit dem Herzen. Keine Grenzen auf dem Planeten, von Mensch zu Mensch zueinander stehen und alle singen eine Melodie, weil die Hoffnung über jeden Zweifel siegt. Wir sind alles, was wir haben, alles, was wir haben, das sind wir. Sind die Welt in den schönsten Farben, alles, was wir haben, das sind wir. Wenn wir am jüngsten Tag voreinander stehen, dann will ich sagen, das Leben war so schön. Wir sind alles, was wir haben, alles, was wir haben, das sind wir. Schönsten Farben, alles, was wir haben, das sind wir. Wir sind alles, was wir haben, alles, was wir haben, das sind wir. Hier im Weingut Hirn hat die Weinlese begonnen. Und ich begrüße sehr herzlich in unserer Sendung Herrn Matthias Hirn. Herr Hirn, Sie haben ja eine lange Tradition in Ihrem Weingut
Frage, wie lange gibt es denn schon Ihr Weingut und auf welche Rebsorten haben Sie sich spezialisiert? Ja, hallo erstmal. Ja, ich bin Matthias Hirn. Unser Weingut gibt schon sehr lange, viele Generationen. Erste urkundliche Erwähnung war 1756. Und da sind wir natürlich sehr stolz darauf, dass wir hier so lange die Tradition bewahren konnten. Ja, und Rebsorten, Franken ist die Vielfalt. Also wir haben nicht eine Rebsorte, sondern wir bewirtschaften ungefähr 10 verschiedene Rebsorten. Ja. Unter anderem jetzt hier auch eine Rebsorte, die sogenannte Rebsorte Muscaris. Und diese Muscaris-Traube ist eine pilzwiderstandsfähige Rebsorte, die man nicht mehr Pflanzenschutz behandeln muss und deswegen bei uns im biologischen Anbau angebaut wird. Sie haben mir am Telefon erzählt, es ist unheimlich wichtig, auch auf die Qualität zu achten. Was ist denn da so erforderlich und gibt es denn schon so eine Tendenz, wie ist die Qualität in diesem Jahr? Ja, also natürlich versucht man immer, höchste Qualitäten zu erzeugen, denn wir versuchen ja immer nur Spitzenweine zu erzeugen. Und Spitzenwein bedeutet erstmal Spitzentrauben, denn nur aus Spitzentrauben kann man auch einen Spitzenwein machen. Das heißt, das Menge-Güte-Gesetz muss passen. Also es darf nicht zu wenig, aber auch nicht zu viele Trauben dran sein. Man muss sich vorstellen, so ein Rebstock hier hat gewisse Blätteranzahl und wenn jetzt... Das kann man sich als Lunge vorstellen sozusagen. Und wenn jetzt so eine Blattfläche nur einzelne Trauben versorgen muss, dann hat quasi die Lunge viel Energie, um die einzelnen Trauben zu versorgen. Wenn man aber eine gewisse Blattfläche hat mit vielen Trauben, dann verteilt sich das. Und deswegen muss das Menge-Güte-Gesetz stimmen. Und so versuchen wir eben nur die Spitzentrauben zu erzeugen und nicht die Massentrauben und somit auch Spitzenweine. Inmitten der Weinberge wechseln wir mal kurz die Location. Von der Weinlese in Untereisenheim in die deutsche Hauptstadt Berlin. Genauer gesagt in den Stadtteil Köpenick. In den 60er Jahren hat Drafi Deutscher nämlich sein Lied »Der Hauptmann von Köpenick« gesungen und ich habe pünktlich zum Faschingsbeginn eine Neuaufnahme veröffentlicht. Bei den Dreharbeiten zu meinem nun folgenden Musikvideo haben sich viele Schaulustige am Rathaus in Köpenick eingefunden. Und weil bei mir auf der Uniform die Militärembleme fehlen und durch Herzen ersetzt sind, wurde ich vom Volk kurzerhand zum Hauptmann der Herzen ernannt. Viel Vergnügen! Es war einmal ein Schuster, der fand ne Uniform und zog sie an. Er sprach zu 10 Soldaten: Ihr hört auf mein Kommando, und sie folgten Mann für Mann. Der Hauptmann von Köpenick hatte Glück beim Militär, aber ohne Schießgewehr. Der Hauptmann von Köpenick hatte Glück beim Militär mit seinem Trick. Bürgermeister zitterte enorm. Heraus die ganze Kasse im Namen seiner Majestät und dieser Uniform. Der Hauptmann von Köpenick hatte Glück beim Militär, aber ohne Schießgewehr. Der Hauptmann von Köpenick hatte Glück beim Militär mit seinem Trick. Den Soldaten ne Mark pro Mann für Bier und etwas Rauch, ein dreifach hoch dem Kaiser. Da lachte ganz Berlin und Majestät dann später auch. Der Hauptmann von Köpenick hatte Glück beim Militär, aber ohne Schießgewehr. Der Hauptmann von Köpenick hatte Glück beim Militär mit seinem Trick. Der Hauptmann von Köpenick. La 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 la. Der Hauptmann von Köpenick.
Genick. La 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 mit seinem Trick. Es gibt ja die maschinelle Lese und die klassische Lese mit der Hand. Wie läuft das genau ab und was geschieht mit den Trauben nach der Lese? Wie sieht die weitere Verarbeitung aus, Herr Hirn? Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, natürlich hier Trauben zu ernten. Einmal gibt es die Möglichkeit der Ernte mit der Maschine. Es gibt manche Jahre oder manche Bedingungen, wo es die Maschinenernte wirklich sehr positiv ist. Gerade wenn es sehr heiße Tage sind, dann ist es oft so, dass gerade der Weißwein in den kühlen Nachtstunden geerntet werden muss, weil die Trauben kalt geerntet werden müssen. Das kriegen wir tagsüber halt nicht hin, wenn es über 20 Grad oder 30 Grad hat. Aber ansonsten beim Rotwein ist es halt wichtig, dass wirklich nur absolut gesundes Traubenmaterial in die Verarbeitung kommt. Wie man das vorher macht, es ist dann eigentlich, entweder tut man vorher die schlechten raus, mit der Hand rausernten und dann mit der Maschine ernten. Aber beim Rotwein ist es oft so, dass man mit der Hand ernten, weil dann jede einzelne Traube genau nochmal angeschaut werden kann, dass wir wirklich nur die besten Trauben, wo man auch reinbeißen kann, wo jeder mag eigentlich, die würden wir für den Rotwein dann verwenden. Wenn ich so an früher denke, da habe ich immer noch das Bild vor mir in so einer Kellerei, da wird noch mit den Füßen gestampft. Ja. Ist es bei Ihnen auch noch so? Also mit den Füßen tun wir heutzutage nicht mehr stampfen, weil einfach die Menge ein bisschen zu groß ist. Aber grundsätzlich würde das genauso funktionieren. Denn gerade beim Rotwein ist es ja so, dass wir die Beerenschalen mitvergären. Und durch die Gärung wird der CO2 entbunden. Dann geht die Beerenschalen werden hochgedrückt. Der sogenannte Dresdner-Kuchen schwimmt oben auf und der muss immer wieder runtergestampft werden. Das hat man früher eben mit den Füßen gemacht. Ja. Heute macht man es dann mit Stößel, dass man halt nicht mit den Füßen quasi in den Trauben rumsteigen muss oder halt maschinell mit Stoßgestänge und Stoßmechanismen, die man technisch auch einsetzen können. Aber grundsätzlich kann man es auch mit den Füßen machen. Ja, da bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich hier mitten bei der Weinlese, dass wir dabei sein durften hier von Schlagermusikanten TV für die Sendung Schlagermusikanten unterwegs. Und wir wollen jetzt dann gleich mal zum Weingut weitergehen und dort mal ein bisschen was in der Kellerei anschauen. Bis gleich. Ja, wir kommen jetzt zu dem Rotweinbereich. Und gerade hier im Rotweinbereich ist es so, dass wir versuchen, die Weine samtig zu bekommen. Die sogenannte Mikrooxygenierung findet statt, indem man ganz leicht immer Sauerstoff zur Reifung hinzuführt. Und das machen wir nicht technisch, sondern das macht einfach das Holz. Denn durch das Holz, durch diese Holzporen geht immer ganz, ganz wenig Sauerstoff durch. Und dadurch wird die sogenannte Mikrooxygenierung findet in den Fässern statt. Und dadurch wird dann der Rotwein sehr weich. Wir haben gerade in den großen Gewächsen bleiben diese Rotweine 2 Jahre in den Holzfässern. Und in erster Lage Weine bzw. die etwas einfacheren Weine 1 Jahr in den Holzfässern und erst dann werden die abgefüllt und das sind die absoluten Spitzenrotweine dann. Wenn es um hervorragenden Wein geht, dann führen viele Wege nach Franken. Wenn es um stimmungsvolle Musik geht, mitreißende Atmosphäre, einfühlsame Texte oder um Partystimmung, dann führt kein Weg vorbei an diesen sympathischen Vollblutmusikern aus Österreich. Und damit begrüße ich sehr herzlich in unserer Sendung einen der glorreichen drei, bekannt als Musikapostel. Thomas, euer Motto lautet: Schlager ist unsere Mission. Was bedeutet das genau und seit wann seid ihr schon zusammen? Ja, hallo, hier ist der Thomas von den Musikapostel. Wir Musikapostel sind seit 11 Jahren unterwegs. Im letzten Jahr, da durften wir unser 10-jähriges Jubiläum feiern. Da haben wir eine Jubiläums-CD-Box auf den Markt gebracht mit 4 CDs.
Und warum Schlager unsere Mission ist, das ist ganz einfach. Wir Musikapostel haben schon in unserer Jugendzeit immer wieder und sehr gerne Schlager gehört und uns ist immer wieder aufgefallen, wir haben Glücksgefühle vermittelt bekommen. Und genau diese Glücksgefühle möchten wir auch nach außen transportieren und deshalb haben wir den Schlager zur Mission gemacht. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen beantworten und wünsche euch noch viel Spaß mit unserer Musik. Ciao! Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind jetzt hier im Herzstück des Weingutes Hirn angelangt, in der Vinothek, dem 100-Wasser-Shop. Und da hat uns der Matthias Hirn sicher einiges was dazu zu erzählen. Ja, wir sind jetzt hier, wie gesagt, in den wichtigsten Räumen unseres Hauses. Hier verkaufen wir unser flüssiges Gold. Wir haben gerade noch so viel, dass wir auch verkaufen können, den guten Wein. Aber wir haben natürlich auch Spitzenweine hier, gerade unseren Spätburgunder. Ich hole ihn gerade mal. Das ist jetzt der Spätburgunder, großes Gewächs. Der wurde auserkoren für den Ehrenpreis vom Fränkischen Weinbauverband. Wir bekommen dann noch eine schöne Trophäe dazu und wir haben schon viele Jahre hintereinander einen Ehrenpreis erhalten vom Fränkischen Weinbauverband und auch von der DLG Bundesweinprämierung. Da sind wir unter den besten 100 Weinerzeugern Deutschlands und da sind wir sehr stolz drauf. Ja, da können Sie auch stolz sein und
Wir haben uns ja hier, das gesamte Team, einen großen Überblick verschafft auf diesem Weingut. Ging ja heute früh auch schon in den Weinbergen los, als die Weinlese gestartet hat. Wir durften dabei sein, live dabei sein. Dann waren wir vorhin auch nochmal in der Kellerei, jetzt hier in der Vinothek im Herzstück. Und damit ist auch unser Rundgang hier im Weingut Hirn so langsam am Ende. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Matthias Hirn bedanken für den herzlichen Empfang, für den lieben Empfang. Es hat uns viel, viel Freude bereitet, weil wir haben auch sehr, sehr viel alle hier im Team dazugelernt, was so den Weinbau betrifft. Interessant auch, dass Sie hier den Bio-Weinbau favorisieren. Ganz, ganz toll. Ich bin ja so ein Freund von Bio-Weinen, generell von Bio-Produkten. Und ja, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Hirn. Ich bedanke mich auch recht herzlich und wünsche Ihnen weiterhin sehr viel Spaß hier im kleinen Weinparadies, dass Sie die Seele baumeln lassen können heute noch und viel Spaß. Dankeschön. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war die zweite Folge von Schlagermusikanten unterwegs. Diesmal aus dem fränkischen Weinland. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen Freude bereitet. Herzlichen Dank natürlich an alle Mitwirkenden. Ich freue mich, wenn Sie auch zur dritten Folge von Schlagermusikanten unterwegs und zur Premiere meiner neuen Sendung Weihnachten mit Teddy Herz und seinen Gästen am 10. Dezember dabei sind. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit und sage auf Wiedersehen. Euer Teddy Herz. Sieh den Weg vor mir und fang ihn an zu gehen. Ich hab mein Ziel im Blick und bleibe niemals stehen. Ich will so viel erleben, will immer alles geben. Hey, auf die Plätze, fertig, los, ich geb gern Gas. Es gibt so viel zu tun und ich weiß auch schon was. Leben, leben, lachen, schöne Sachen machen. Ich mach Musik und das nur für euch.